Hey, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Test Thailand Pocket Planet. Ja, diesmal auch mit Webcam. Und wir gehen erstmal schlafen. Ja, von mir aus lande mal hier bitte. Aber ich muss erstmal schlafen. Okay, Level 2. Kraft oder Beweglichkeit? Ich würde mal sagen Kraft. So, sie Mühe ist auch wieder da. Hallo Arco, wie geht's? Oh, ich kann sehen, dass es gut läuft. Die Sternenpatrouille ist sehr an deinen kleinen Planeten interessiert. Der Supercomputer Weiß X hat mit der Verarbeitung der Daten begonnen, aber er braucht mehr Informationen. Deshalb habe ich einen Sensor mitgebracht, um Daten über Thailand zu sammeln. Feuchtigkeit, Niederschlag, Wind. Der Sensor ist batteriebetrieben, aber du musst sicherstellen, dass er sich während der Messung nicht ausschaltet. Lass ihn bis zu meinem nächsten Besuch laufen, damit wir gültig Daten sammeln können. Okay. Wenn die Batterie beinahe leer ist, ist ein Warnsignal zu hören. Dann musst du schnell die Kurbel drehen. Beginne Daten zu sammeln. Der Sensor sieht einfach aus wie eine Batterie. Hier, was soll ich jetzt machen? Jetzt einfach mal dahin. Kann ich Feuer wieder machen? Nee, nein, nein. Mir fehlt Holz. Ja, du bist reif. Erstmal die Samen einsammeln. Okay, tschüss, Mü. Ach, das Ding ist das hier. Aufladen. Okay. Nein! Bist du deppert? Meine Energie ist noch voll. Ich würde gerne mal Weizen sehen. Ja, stimmt, ich soll ja noch einen Eimer herstellen. Ein Holz fehlt mir. Okay. Holz für die Welt. Holz, Holz, Holz. Wo ist der Baum? Wo ist der Holz? Holz. Wo ist mein Holz? Bin ich deppert? Ihr Sorge mal. Keine Bäume da? Anscheinend nicht. Also muss ich Bäume pflanzen. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Habt ihr jetzt echt erwartet, dass ich die ganze Zeit auf Bayerisch versuche zu sprechen? Mein Brechbayerisch? Fertig. Ja, ich brauche trotzdem Holz. Tut mir furchtbar leid. Okay, ich muss wieder aufladen. Okay, der hat 100%. Das Holz, ich kann jetzt Eimerl machen. Damit ich meine Felder gießen kann. Er will immer eigentlich alles zerstören, der Akku. Oh, ist das so schwer?
Das ist ja aber super Wasser, oder? Dann Lülle. Bist du von mir? Hallo? R. Machen wir mal so, du landest mal hier. Wahrscheinlich ein Händler. Hallo, schöner Planet. Hallo, wer bist du? Hallo, junger Mann, ich bin Locke, ein Zauberer, der mit Zaubertränken handelt. Ein Zauberer? Ja, leider können Menschen Magie nicht direkt einsetzen. Also müssen wir uns mit der Essenz der Magie begnügen, die wir in Zaubertränken finden. Darauf spezialisiere ich mich und natürlich auf alte Bücher und Geschichten. Mir gefallen diese bunten Flaschen. Du hast schon aber nichts anfassen, sei denn du willst es kaufen. Ich habe kein Geld. Das macht nichts. Das ist ein Betrüger. Ich bin mir sicher, dass es viele interessante Dinge auf diesem Planeten gibt. Bring mir einfach alles, was du mit nicht brauchst. Schauen wir mal, ich habe ein paar Sachen in meiner Tasche. Okay, handel mit den Zauberer Locke. Ja gut, ich würde mal sagen. Bitteschön. Metall ist. Ich habe Metall, behalte ich aber noch. Ein guter Handel, Kleiner. Ich habe einen Auftrag für dich. Wie du siehst, liebe ich es, meinen Weltraumballon hübsch Stoffen zu dekorieren. Ich kaufe normalerweise neue Stoffmuster an jedem Ort, den ich besuche. Die Qualität des Stoffes hängt sehr von der Qualität der verwebten Baumwolle ab. Ich schenke dir einige Sachen und im Gegenzug hoffe ich, dass du mir ein Stück Qualitätsstoff liefern kannst. Oh, vielen Dank. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr Locke. Okay, Rezept für Stoff. Der Stoff für die Zauberer Locke. Ach ja, okay. Wir mal jetzt Weizen. Nicht die richtige Jahreszeit, um dich zu sehen. Ah, okay. Gut zu wissen. Sommer, Herbst, Winter. Okay, dann muss der Herr noch warten. Muss er leider noch warten. Kann ich jetzt leider nichts ändern. Ich meine, wir können jetzt auch schlafen gehen. Oh. Halt. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Ja, ich wollte. Mach das Feuer. Mach das Feuer. Du sollst doch keine Fackel machen, Junge. Du sollst was essen. Bringt aber nicht sehr viel, das Brot. Der will immer gleich alles zerstören, der Junge, der kleine Randale-Bauke. Oh, es fängt wieder an zu regnen. Gut. So ist es nicht zerstören. Pflanzen. Die zertreten. Den. Gut, dann haben wir das.
Könnt ihr ein bisschen sammeln? Haben wir wieder Metall gefunden? Warte mal, ich sollte vielleicht auch mal wieder Bäume anpflanzen. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Am besten hier. Aber nicht, damit uns hier dieser Sensor verdeckt wird. Ich übertreibe jetzt einfach mal mit den Pflanzen. Muss ja mal sein hier. Jetzt ist die Frage, kann ich auch Beeren anpflanzen? Ja, in Wassernähe. Warum nicht? Hier bitte. Gut, dann haben wir das gemacht. Nochmal aufladen. Geregnet hat es ja. Wieso habe ich eigentlich kein gescheites Schwert? Frage ich mich. Wo denn? Wo ist denn Lila? Da ist Lila. Wieder Schleimis. Oh, ihr habt doch keine Chance gegen mich. Noch ein Schleimi. Die Richtung. Ah, da ist er. Hey, Schleimi. Aua. Sonst ist aber keiner mehr da, oder? Witziger, wenn ich hier nahe komme, dann hört sich's an wie so ein Windspiel. Ernten wir wieder. Da, die Karotten sind auch schon reif. Moment, hier ist auch. Ja, da wächst alles schön und gedeiht schön. Das finde ich super. Da ist wieder ein Pilz. Was? Schnell, dreh den Planeten. Wild hat Samen aus einem anderen Teil des Universums mitgebracht. Yay! Sommer, Tag 1. Das ist gut. Ich glaube, jetzt können wir was anderes anpflanzen. Okay, was hat denn der für Samen mitgebracht? Ah, Sonnenblumen. Ich glaube, das ist kein netter Besucher. Oh, hi. Hallo, wer bist du? Willkommen auf mein Restaurantschiff. Brr. Ich bin Bram, ein Quidkoch, sehr bekannt in dieser Galaxie. Ich reise von einem Planeten zum anderen, immer auf der Suche nach den besten Zutaten. Möchtest du mein Küchenhelfer sein? Sehr gerne. Du wirst viel lernen. Bring mir die Zutaten, die ich brauche, und ich werde dich unterrichten. Okay. Oh, dieser kleine See ist wunderbar. Fisch ist die Hauptzutat vieler meiner Gerichte.
Kann hier jemand kann immer frisch gefangenen Fisch liefern? Oder die Einstellung habe ich mir gewünscht. Ja, du kannst eine Angelrute wie diese hier herstellen. Ja, ein Haken. Ein Fisch zum Hinbringen. Also soll mich. Moment. Nein, 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 nein. Ach, die kann ich nur im Zelt herstellen, die Angelrute. Okay, was brauche ich dafür? Eisen wahrscheinlich. Faden. Wie stelle ich denn bitte schon Faden her? Ja, das ist jetzt doof. Wahrscheinlich krieg ich, kann ich Faden nur aus Baumwolle herstellen. Oh Mann. Gut. Der kommt bestimmt immer wieder. Ja, tut mir leid, aber Faden, wo soll ich den Faden herbekommen? Kann ich ihn nicht deswegen auch mal ausfragen? Sprechen. Hier fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Verkauf gern die Sachen, die ich jetzt nicht für nötig halte. Und was kann ich bei dir kaufen? Kein Faden. Okay, dann muss ich einen Händler auffindig machen, der mir Faden herstellt. Oder ich her kaufen kann, sagen wir mal so. Mach mal hier einfach mal Sonnenblumen. Geht nicht. Ich wollte schon sagen, warum geht das denn nicht? Das ist doch eine Sommerpflanze, Sonnenblume. Oh, okay, er verdünnisiert sich wieder. Okay. Da ist wieder ein Pilz. Müsste mal die Steine hier wegmachen, das schaut gar nicht schön aus. Okay. Geh dahin. Oh, da. Auch nicht schlecht. Ich meine, müde sind wir noch nicht. Dann gehen wir mal auch kurz auf Mineraliensuche. Ja, hast du einen Teil des Universums mitgebracht. Yay! Und es regnet auch wieder. War schön, dass es auch wieder regnet. Was für Samen hat er denn uns mitgebracht? Haben die uns mitgebracht denn? Hol! Das ist geil. So, ich brauche wieder den Hammer auf Doom. Oh, gut aus das Spiel. Macht auch riesigen Spaß. Also für ein Let's Play wäre es jetzt, glaube ich, dass so ein Endlosspiel wieder ist. Da würde ich eher sagen, dass es sich für einen Stream schon, finde ich, schon eher lohnt. Also wer will, dass ich das ganze gute Spiel hier auf Twitch weiterführe, einfach bitte in die Comments schreiben.
Und das Ganze wird natürlich erst auf Twitch kommen, wenn die drei Parts draußen sind. Ist ja logisch. Okay, ich glaube, wir sollten mal schlafen gehen. Unsere Energy ist vor down. So. Oh, meine Freunde, ich sage mal, an dieser Stelle war es das wieder für Daylight Pocket Planet. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.